Auf geht's! Vielleicht könnte ich da auch was Neues mit reinpacken, dass es nicht so generisch klingt. Let's go! Ja! Let's go! Warum nicht? Ich zeige euch, was in mir steckt. Fruchtig, okay. Alter, löscht den Durst. Nee, warte mal. Was war denn? Die weckt, was in dir steckt. Erwecke den Tiger in dir. Ja. Aber der weckt, was in dir steckt, gab's auch irgendwas. Ja. Wurst von Du darfst? Nee, keine Ahnung. Du darfst war, ich fühle mich gut, so wie ich bin. Du darfst. Oh, werde ich gern tun. So wie Emmy damals. Das Ding in die Hand nehmen und mal in die Kamera halten. Ja. Sigma Lord von Axita drüben. Das ist hier ein Erwachsenen-Let's Play übrigens. Das ist deine Felino. Felino-Küsschen. Auch das wird da drin landen. Wenn ich mich recht erinnere, benutzen Felino für gewöhnlich die Attacke Küsschen. Aquaküsschen. Aquaküsschen. Manche Attacken, wie zum Beispiel Magma-Knarre, greifen einen größeren Bereich als andere Attacken an. Ja. Jedes Pokémon bringt genau eine Attacke mit in den Kampf, also überlegt euch am besten schon vor dem Kampf eine passende Taktik. Ja, tut mir leid, dass der Satz ausgerechnet so knapp über die Textbox hinausging. Schatzbox? Das will ich. Können die sich unterschiedlich bewegen? Die können sich unterschiedlich... Also, Evoli eigentlich immer eins weiter als das Pummeloch, weil... Ja. Hier kann ich wahrscheinlich hochklettern, dann schicke ich Evoli wieder hoch zur Box, weil da ist der Weg weiter und das Pummeloch geht Richtung Mount. Davon mal abgesehen, mit der Kriegerfähigkeit kannst du einmal in der Runde bei Evoli dazu... Also, das kann dann einmal zwei Schritte weiter. Das Mautzee erreicht mich sowieso, kann ich genauso... Ja. Und das hat nicht so viele KP, das passt schon. Was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht so ist wie in Advance Wars zum Beispiel, wo es einmal angreift und zurück angegriffen wird, wie auch bei Fire Emblem. Mhm. Stimmt. Oh, ein Volltreffer. Was war das? Kratzfurie. Mhm. Zug von Vanaxi. Ist alles in Ordnung, Pummelhof? Du siehst zu müde aus. Hast du wieder für dich selbst gesungen? Lord Vanaxi, in Situationen wie diesen solltet ihr die Krieger-Option ausweilen. Wisst ihr, in Kämpfen geht es nicht nur darum, seinen Pokémon Anweisungen zu geben. Ein Krieger muss bereit sein, seinem Pokémon auf dem Schlachtfeld beizustehen. Ihr könnt Items einsetzen. Und ihr könnt Quenste nutzen. Ihr Moekt zwar nicht selbst Kämpfen, aber... Ah, es ist anstrengend. Ja. Aber ihr und euer Pokémon seid ein Team. Die Zusammenarbeit mit eurem Pokémon im Kampf ist das, was euch als Krieger ausmacht. Meine Kriegskunst ist Monanit. Mit ihr koennen wir so manche missliche Lage überstehen. Krieger koennen ihren Pokémon im Kampf durch den Einsatz verschiedener Kriegskünste helfen. Kriegskünste? Koennen nur einmal im gesamten Gefecht genutzt werden. Also ich habe absolut nichts dagegen, wenn du uns die Arbeit ersparst. Uns beiden. Ich überleg mir das. Oh. Ah, du kommst die zwei Hüpfer nicht. Ja, du kannst auch zurück nochmal und um es herum laufen. Machen wir so. Mhm. Und kann ich jetzt... Du kannst also du kannst auch schon kämpfen, wenn es vielleicht nicht... Kann ich mich trotzdem ja nochmal bewegen. Oh. Ja, du kannst dann... Ja, stimmt. Du kannst dich danach direkt nochmal bewegen. Evoli, ruckzuck! Außer natürlich, es kriegt jetzt nur 19 Schaden, aber nö. Passt. So, jetzt? Oh! Ja. Kannst du direkt bis da hoch. Geh doch erstmal dahin, genau, und dann... Das verschwindet nicht, das bleibt jetzt liegen. Das bleibt liegen. So lange, bis es eingesammelt wird oder der Kampf vorbei ist. Wenn der Kampf vorbei ist, solltest du es am besten auch eingesammelt haben, ansonsten kriegst du nicht den Inhalt. Verstanden. Gut. Mal gucken, vielleicht bleibt das Mautzee ja auch noch eine Runde am Leben. Ja, aber wenn nicht, dann kriege ich ja das Geschenk nicht. Da ist nur Geld drin. Ach so. Der braucht schon Geld. Ich würde so sagen 80 Gold. Gucken wir mal, ob ich recht haben könnte. Ob wir es überhaupt kriegen. Ob wir es überhaupt kriegen. Bei 4 mal 5 sind 20, also
Wir werden es wohl kriegen dann. Ja. Weil in dieser Runde wird Pummeluff noch nicht siegreich werden. Aber zumindest volle 5 Treffer. Weißt du noch, Unearth? Das hätten wir auch noch mal aufnehmen müssen. Eieiei. So viel zu tun noch. Ja. Der Sonntag ist gerettet. Ja, und vor allem. Und Superman. Achso. Und vor allem, wir müssen das alles fertig bekommen, bis Professor Layton rauskommt. Ein Bruchstück, okay, es war sogar ein Gegenstand. Cool. Müssen wir Ace Attorney Investigations eigentlich auch noch spielen? Oh, hat es deutsche Texte eigentlich? Ich glaube, ja. Erschienen ist es auf jeden Fall schon auf der Switch. Ich glaube, es hat sogar deutsche Texte. Eigentlich müsste man, ne? Ich glaube, es gibt sogar eine physische Variante, aber skurrilerweise nicht die Switch. Also in Europa. Stimmt, es ist immer so in Europa. Die Capcom-Sachen, die sind... Ich glaube, ich habe schon die Ace Attorney Trilogie 1 importiert. Die zweite will ich mir noch kaufen. Ich habe sogar beide. Über NetGames. Du hast beide in physisch? Cool. Die japanischen allerdings. Ja, also wäre bei mir ja dann auch. Ja. Ja, das war bei Monster Hunter Wild, nicht Wilds. Stories so skurril. Ja, da war irgendwas. Da gab es irgendwie, gut, den zweiten gibt es ja sowieso physisch. Mhm. Die Collection, die erschienen ist, gibt es zwar auch, aber physisch in Europa. Mhm. Hat die einen Download-Code oder sowas? Ein Download-Code für den zweiten und nur für PS4 erschienen. Oha. Nicht für Switch. Die Switch-Version wiederum gibt es. Nur in Japan wohl, wenn ich es richtig im Sinn habe. Und die wiederum... Hat einen Download-Code für den ersten, genau. Ne? Ja, genau das, ja. Bescheuert. Deswegen habe ich mir die nicht beide in physisch. Deswegen habe ich mir die nicht geholt, stimmt. Genau. Ich habe dann die andere Variante genommen, weil den ersten wollte ich ja in physisch. Den zweiten kann man ja nochmal separat kaufen. Genau, genau. Und das habe ich auch so gemacht. Dumm. Ja, dumm. Dumm. Ach, nicht mehr. Oh. Ich überlege, ob man statt gewonnen noch was anderes Cooles reinschreiben könnte. Naja, Sieg ist doof. Ich wollte vor allem eigentlich bei dir Panik auslösen, dass du dieses Bildchen wieder abändern musst. Ich bin da abgehärtet mittlerweile. Also ich hab so einiges geändert bekommen und eigentlich für alles davon gar nicht so viel Zeit investiert. Lustig ist, ich habe einen Schriftzug, der heißt Clear. Und daraus habe ich einfach bloß ein Häkchen gemacht. Das ist voll smart. Schlau. Hat das irgendein... Also würde das Sinn ergeben, mal nicht weiter voranzuschreiten? Kann ich dann... Also nicht jetzt, aber so grundsätzlich meine ich. Weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, was man... Also höchstens damit man speichern kann, bevor man in den nächsten Monat geht. Aber das... Ach so, das hätte... Nein! Oh nein, stimmt, da ist ein Ä drin. Und das R fehlt aber auch. Ja, wahrscheinlich, weil das irgendwie sich auswirkt und da muss ich ja AE draus machen. Mal Erz? Ja. Aber oben geht's, guck. In ja, den, das ist ja auch ein Bild. Das ist ein Bild wieder. Das ist wieder ein Bild. Mhm. Das ist ja mies, nein. Und vor allem morgen bringe ich ja schon die Demo raus. Das heißt, ich müsste die eigentlich noch überarbeiten. Mach das halt nebenbei jetzt, ich spiele schon weiter. Nee, ich schreibe das einfach rein unter bekannte Fehler. Oder so. Du da! Ich meine, du da. Ja, warst du. War ich der auch? Ja. Wie habe ich denn gesprochen? Du bist doch Fanaxi, richtig? Hey, Mitsunari, Masanori. Oder wie auch immer. Oder wie auch immer du heißt. Lass sie in Ruhe. Ach, komm schon, Kiyomasa. Wir müssen mit denen reden, sonst wissen die gar nicht, was sie da tun. Wie sie sich auch so anreden, so nach dem Motto, so, wir müssten jetzt erstmal deren Namen klären, deswegen reden die sich jetzt alle mit ihren Vornamen an. Es gibt aber Menschen, die reden einen immer mit dem Namen an, so als wüsste man den nicht mehr. Aber weißt du, Enrico, das ist dann quasi, Ich wollte es auch gerade machen, ja, von daher. Ja. Nun, wir hören, dass ihr beiden hier fleißig am Trainieren seid. Aber wofür? Was könntet ihr damit schon erreichen?
Ich. Wisst ihr, diese beiden Dampfplauderer haben recht. Es braucht schon mehr als nur Training. Irgendwann müsst ihr wohl oder übel andere Königreiche herausfordern. Und manchmal braucht es sogar einen Evolutionsstein. Gewinnt ihr? Ja. Gewinnt ihr, schließen sich euch vielleicht sogar Krieger und Pokémon an. Stärker werden und Kämpfe gewinnen. Das sind die Aufgaben eines Kriegsoberhaupts. Der erinnert mich an irgendjemanden vom Design. Ich komme aber nicht drauf. Aus Inuyasha. Inuyasha, genau. Oder Inuyasha. Ehrlich? Hatte der nicht so eine Ich überlege auch gerade, ob es vielleicht so irgendwie so einen Älteren gab, der so ein Haar... Oder aus Naruto? Weiß ich nicht. Aber ja, also irgendwie... Ich weiß, was du meinst. Also vielleicht kommt irgendjemand in den Kommentaren dann drauf. Aber das muss ich euch bestimmt nicht sagen, oder? Worum ging's nochmal? Ich hab's verpasst. Lord Fanaxi. Wenn wir es mit dem Training ernst meinen, müssen wir leider andere Königreiche zum Kampf herausfordern. Oh nein. Ich denke, nach ganz 2 Monaten sollten wir diesen Schritt wagen. Den Witz hab ich eingebaut. Finde ich gut. Normalerweise ist es so, wir müssten das machen. Und ich dachte mir so, ja genau, 2 Monate, nachdem wir angefangen haben. Locker. Unser Königreich besteht ja halt irgendwie aus 2 Personen auch nur bisher und 2 Pokémon. Achso, das ist wieder so. Ja. Ich dachte, was Königreich. Hideyoshi und seine 2 Hoshis. Achso, aber das könnte man ja vielleicht lesen, wenn da was steht. Warte, ich glaube, bei ihm steht noch nicht die Profil-Dings, oder? Müssen wir mal gucken. Select? Ah, so war das ja bestimmt. Oh, doch! Hinter dem heiteren Aeuseren des Kriegers verbirgt sich ein unerwartet scharfer Verstand und die seltene Fähigkeit, die wahre Natur der Dinge zu sehen. Ist mit Nene verheiratet, aus die Blue Dragon. Genau. Nee, also die kommt dann später noch. Und vor allem Verwandtschaftsverhältnisse habe ich da auch irgendwie mit untergebracht. Selbst wenn die in der englischen Version gar nicht thematisiert wurden. Ah, interessant. Woher weißt du die? Durch Lore-Videos und weil das Ganze ist ja immer noch japanische Geschichte. Ja. Dementsprechend, die Charaktere haben tatsächlich Verbindungen zueinander. Da gibt es Leute mit Töchtern, da gibt es Leute mit Schwestern, Brüdern und so weiter. Das heißt, du hast Kuroko gegoogelt und geguckt, ob der noch irgendwelche Verwandtschaften hat? Und, nee, eher nicht. Ob er sich sein Floink irgendwann weiterentwickelt? Nein, ich habe das nur bei den 37 Hauptcharakteren. Ach so. Und vor allem, es wird was richtig Cooles kommen. Es gibt dort einen Charakter und es gibt noch einen anderen Charakter. Und der zweite Charakter ist von dem ersten Charakter quasi... in der Historie das Boy-Toy gewesen. Komm, schaffen wir das bis dahin? Das will ich sehen. Ich glaube, das schaffen wir jetzt heute nicht. Schade. Aber wir kommen irgendwann dahin. Wenn du die Zeit dafür aufbringen möchtest, dann schaffen wir definitiv. Das. Definitiv. Interessanter wäre übrigens, nur der erste hat schon ein Profil. Die anderen sind auch sehr profillos. Ja, die sind nicht so profiliert. Vor allem, es wird mehr Leute geben, die genau so aussehen und anders heißen. Müssen wir mal einen Profiler hinschicken. Apropos, wir kommen später noch zu einer schönen Mechanik, aber wollen wir erstmal uns Ignis krallen? Kampf. Ja. Zu 2 gegen 3 Leute. Das ist voll unfair. Ach. Wir sollten vielleicht nur einhändig kämpfen. Was heißen die Pfeile neben den... Mein Evoli zeigt nach oben, das Bummelhof nach zur Seite und das Bidizer nach unten. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh. Schauen wir mal. Die Armee von Fanaxi erscheint im Königreich von Hideyoshi in Ignis. Ja, dann kommt auch wieder Text. Also bei Hideyoshi habe ich mich wirklich ausgelassen, weil er ist so ein Charakter, dem kann man schön Schindluder mit dem Text treiben. Das Königreich... Ignis. Hä? Du bist doch das Oberhaupt von Aurora? Hätte nicht gedacht, dich direkt vor meiner Türschwelle kennenzulernen.
Mumm hast du ja, aber das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Wenn ihr beiden kämpfen wollt, kommt her und sagt's mir ins Gesicht. Zwischenfrage. Wie sind denn die englischen Texte vom Stil? Sind die auch eher so ein bisschen locker, lustig oder sind die wirklich eher so historisch? Die sind nicht historisch, die sind auch, also sagen wir mal so, manche Charaktere haben so ihre eigene Sprechweise, an denen du erkennst, die sind eher simpel gestrickt oder sowas. Oder also Charaktere haben schon gewisse Charaktereigenschaften, die sich im Text widerspiegeln. Okay. Manche Charaktere benutzen sehr oft irgendwelche bestimmten Wörter, zum Beispiel ein Charakter benutzt sehr oft das Wort Liebe. Und sowas. So eine Sachen sind da wiedergespiegelt, aber dass sie so richtig so, sagen wir mal, so Charakter, eine Persönlichkeit haben, die also so überdreht, wie er jetzt von mir dargestellt wird, eher weniger. Okay. Na dann? Dann kämpfen wir! Lord Farnaxi wird ganz sicher gewinnen! Liebe! Du bist mir ein tapferer kleiner Marshmallow. Dich könnte ich in meiner Armee gut gebrauchen. Nennt mich nicht Marshmallow. Für jemanden wie euch würde ich niemals kämpfen. Ja, im Englischen würde er sie einfach Cutie nennen. Ja, Marshmallow finde ich schöner, vor allem weil Pummelow wie eins aussieht. Ja, genau. Deswegen. Hey, sei doch nicht so voreilig. Wenn ich erstmal die Temperatur hochdrehe, änderst du vielleicht deine Meinung. Wenn ich erstmal richtig heiß bin. Das wollte ich mal drin haben, habe ich aber lieber gelassen. Nee, außerdem, er macht bei mir viel mehr Wortspiele, wenn er es überhaupt im Englischen macht, mit Wärme, Hitze und solchen Sachen. Und, wie gesagt, diese hitzebasierten Beleidigungen, die sind auch auf meinem Mist gewachsen. Sowas wie Hitzfiguren. Hitzboiler hatte ich erst da stehen und dann habe ich Hitzfiguren rausgemacht, weil es irgendwie leichter von der Zunge geht. Ja, genau. Wie auch immer, ihr wolltet doch euren Kampf, oder?